Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Das Wetter ist richtig gut und der Austragungsort dieser Partie ist der Deutsche Bank Park. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, 2 interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Rakitic. Toller Pass. Die Gelegenheit. Tor. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Da gehen sie dazwischen. André Silva. Weg ist der Ball. Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Hereingabe jetzt. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. So langsam dürfen sie sich auf die Meisterfeier einrichten, oder? Gemach, gemach, Wolf. Wir warten noch ein bisschen ab. Sie sind noch nicht durch. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Der muss doch drin sein. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Chandler. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. André Silva. Und jetzt die Chance. Tor für die Eintracht. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ah, das sieht gut aus. Hereingabe. Ball geht über die Latte. Schöne Aktion vom Keeper. Jetzt die Ecke. Lorenzo Reyes. Ein Tor in der Opel Arena im Studio. Jetzt alle Infos dazu. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 1-0. 22 Minuten sind hier gespielt. Danke für das Update. Ja, da ist Platz jetzt. Gute Aktion. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Rakitic tritt diese Ecke. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse.
Jabo. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Gut geklärt, das war wichtig. André Silva. Könnte jetzt was werden. Da geht er gut in den Zweikampf. Gibt Einwurf. Ball ist weg. Einwurf landet beim Gegner. Da ist Platz. Jabo. Da kommt der Pass. Mit diesem Treffer verkürzen sie den Abstand. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Sie verlieren den Ball. Pass auf außen. Schöner Pass. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er geht abseits. Rakitic jetzt am Ball. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Gute Chance. Pfosten. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Kein Tor. Der Ball landet am Gestänge. Nur noch der Torwart vor sich. Sie machen das Tor. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Er überzeugt heute als Passgeber. Schöner Spielaufbau jetzt. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. André Silva. Könnte was werden, guter Pass. Jetzt vielleicht. Und zur Pause können wir uns als Neutral... Anpfiff zur zweiten Hälfte. Pereri, ganz energischer Einsatz. Tolles Zuspiel. So, Situation bereinigt. Und jetzt wird es Einwurf geben. Die Gelegenheit für die Flanke. André Silva. Er ist frei. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke kommt jetzt von Rakitic. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine... ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Lorenzo Reyes. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist die Kugel weg. In der Pre-Zero Arena ist was. Der Angriff könnte was werden. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Sie werden hier wechseln.
Gut gespielt. Ball geht nach außen. Chance zur Flanke jetzt. Die kurze Variante. Die Flanke hat er. Armin Younes. André Silva. Klasse Chance jetzt. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Hier ein Blick aufs nächste Spiel, das Halbfinale im deutschen Pokal. Es steht an für die Eintracht aus Frankfurt. Dann geht es zur die Gelegenheit. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gutes Anspiel. Das könnte gefährlich werden. Ball kommt. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Da muss er den Ball wegbringen. Der Ball gleich wieder weg. Schwache Aktion, Ballverlust. Der Ballverlust. Und jetzt die Chance. Unglaubliche Parade. Der Ball kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. So, eben mal rüber ins Studio. Es gibt ein Tor aus dem Max-Morlock-Stadion zu vermelden. Ja, wir haben hier das erste Tor für Schalke. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 67 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Der Ballverlust. So geht's für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. Den Ball holt er sich auf der Außenbahn. André Silva. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da ist jetzt Platz. Ball fliegt hoch rein. Er kann es machen. Er ist noch heiß. Super Parade erst und jetzt die Gefahr bereinigt. Jetzt hat er den Ball. Ja, und diese Szene gerade, die war natürlich sensationell. Also wie er den Ball hält, das ist Wahnsinn. Da ist die Chance. Ist es das? Macht das ganz sicher. Ballverlust. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Was macht er draus? Oh, viel Platz jetzt. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Und da ist der Ball wieder weg. Da passt Kevin Trapp auf in dieser Szene, keine Gefahr. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Der Ballverlust. Ja, mit viel Übersicht. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Und jetzt werden sie wechseln. Rode. André Silva. Gut aufgepasst vom Torwart. Könnte den Konter geben. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. André Silva. Viel mit Auge. Wie macht er den denn rein?
Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Lorenzo Reyes. Etwas zu weit, dieses Zuspiel. Ball wird wohl beim Keeper landen. Da passt der Torwart richtig gut auf. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Jetzt der Volley. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber.